wenn ich minderjährig war, als ich den Asylantrag gestellt habe und habe dann eine Flüchtlingsanerkennung bekommen. Und dann wegen der damaligen Regelungslage wurde dann trotzdem der Visumsantrag abgelehnt. Und ich habe aber dagegen keine Klage gemacht und die Frist ist abgelaufen, dann kann man dagegen leider auch nichts mehr machen. Wenn aber, wenn man noch in einem laufenden Verfahren ist, weil man zum Beispiel dagegen remonstriert hat, also so einen Widerspruch gemacht hat und man war unter 18, als der Antrag gestellt wurde, dann hat man unter Umständen noch eine Chance. Diese ganzen Familiennachzugsregelungen sind sehr kompliziert. Es gibt teilweise Fristen, die nicht unbedingt auf den ersten Blick so verständlich sind. Deswegen ist es eigentlich super sinnvoll, sich so früh wie möglich auch beraten zu lassen von einer Beratungsstelle oder auch von einer Rechtsanwältin, um da zu vermeiden, dass man irgendwie eine Frist verpasst oder irgendwas anderes falsch macht.